Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Also heute ein YouTube-Video. Und bevor wir das Video starten, ziehe ich jetzt mal die Hose hoch. Ihr abonniert mich jetzt auf Instagram. Ey, wir haben 8000 Abonnenten auf Instagram. Das ist richtig krank. Ich will auch irgendwann die 10.000 schaffen. Natürlich geht es Schritt für Schritt. Erstmal 9.000 müssen wir schaffen und dann hoffentlich 10.000. Immer weiter. Gibt Gas, Freunde. Ich wollte einfach nur Danke sagen. Abonniert meinen YouTube-Kanal, gebt einen Daumen nach oben und schreibt mal in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll. Und genau, folgt mir auf Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube, überall, gebt Gas, Digga. Und genau, ja, heute ist es mal Thema Ostern. Also ich nehme das Video am einen Sonntagnacht auf, lade es morgen am Montag am Feiertag hoch. Es war ja Freitag Feiertag, Samstag war offen, Sonntag ist heute ist zu, Montag ist auch zu und Dienstag ist wieder alles normal. Und Merkel hat ja vor ein paar Wochen, war schon länger her, was heißt vor ein paar Wochen, ich glaube das war letzte Woche irgendwann, hat sie gesagt, eben letzten Donnerstag hätten wir eigentlich auch zu schließen müssen, weil es so hoch die Inzidenz sind und dass wir freikriegen. Danach hat sie sich aber entschuldigt. Aber letzten Montag hat sie, Donnerstag hatten sie auf und haben sie dann doch aufgemacht. Ja, also es ist halt immer hin und her, einmal so und dann wieder so und so. Da blickt echt kein Mensch mehr durch. Es ist sehr, sehr, ja. Nicht wundern, warum ich so komisch rede. Ich habe Heuschnupfen, Allergie. Nicht, dass ihr denkt, ich habe irgendwie eine Krankheit oder Corona und so ein Scheiß. Und genau das wollte ich gesagt haben. Und Asthma habe ich auch, da wollte ich dazu auch noch was sagen. Ich habe, früher bin ich in so einem, wo ich noch 12, 13 war, in so einem Heuballen reingegangen. Das war so ein Rabulint halt. Das war halt so eine Show halt. Das war schon ganz, aber eben 12, 13, 14 war ich da. Da war so eine Veranstaltung, da könntest du halt so einen Heulenball reingehen. Und dann bin ich da mit meinem Cousin reingegangen und wäre ich da nicht reingegangen. Ich hatte damals schon immer Atemprobleme mit der Lunge und so. Als Kind, aber danach wurde es halt immer schlimmer, wäre ich da nicht reingegangen. Gut, weiß man nicht, aber dann wäre es vielleicht nicht so weit gekommen oder vielleicht wäre es auch gar nicht gekommen, das weiß man alles nicht. Aber ja, werde ich auf jeden Fall bereuen. Es war halt so ein Fest und dann bin ich halt da reingegangen. Ich war ein Kind, ich wollte mal ausprobieren und ja, na gut, kann man nicht wissen, ist jetzt halt so. Und ich wundere, warum ich so rote Flecken habe, das kommt alles vom Rasieren. Ich weiß nicht, ob man das Allergie nennt, aber wenn ich halt so rasiere, meine Brusthaare hier, also hier ist Nippel und alles und ihr wisst, Homo unten alles und so. Dann gibt es immer so Punkte und deswegen nicht wundern, warum ja, das so ist. Nicht, dass ihr denkt, das ist irgendwie eine Krankheit. Also macht euch da keine Sorgen, alles ist gut. Ja, das wollte ich gesagt haben, aber ich lade das Video erst morgen hoch, am einen Montag. Ist mir jetzt ein bisschen zu spät und ja, das wollte ich gesagt haben. So, wegen Ostern, ich hoffe, ihr hattet echt eine schöne Zeit mit der Familie. Und ja, eine kleine Bescherung würde ich jetzt mal sagen. Macht man nicht an Weihnachten, aber Ostern und Weihnachten, das nehmen die Deutschen sehr, sehr ernst. Da werden Kinder und so weiter sehr beschenkt. Also beschenkt, ich meine jetzt damit, da werden Geschenke gekauft und Osterhase und so weiter. Und meine Nase ist auch richtig seit Tagen so komisch, ich weiß auch nicht. Also wir haben 1 Uhr schon vorbei. Mein Rhythmus geht einigermaßen, aber ja. Nee, aber ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit gehabt mit der Familie. Morgen ist der letzte Feiertag, dann ist wieder alles normal am Dienstag und ich hatte auch eine schöne Zeit, war jetzt halt alleine, aber ist ja okay, mal alleine ist auch gut. Ich wollte eigentlich, also ich habe nur gehört, dass Jesus am Freitag, war ja Feiertag, da ist er auferstanden, vor 12 Jahren, glaube ich, oder noch länger. Und am Montag steht er wieder auf. Ne, er ist gestorben, meine ich, und dann steht er am Montag wieder auf. Also ich meine jetzt nicht, jetzt steht er am Montag auf, vor 12 Jahren. Habe ich so gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber ich weiß halt nicht, ob ich an Jesus glauben soll oder sonst was. Aber natürlich denkt man an so Sachen natürlich nach, wenn Feiertag ist. Da macht man sich ein bisschen mehr Gedanken, anstatt wenn man
wenn man halt nur, ja, wenn, also für mich zumindest ist es so, wenn ich, wenn es ein normaler Tag wäre und keine Alleen hätten auch, dann würde ich da auch nicht drauf, das heißt, ich würde drauf scheißen halt, aber ich würde halt nicht dran denken. Und wenn halt Feiertag ist, dann macht man sich halt auch, vor allen Dingen, bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, bevor ihr schlafen geht, macht man sich halt immer ein bisschen so private Gedanken so. So, wie das Leben jetzt weitergehen soll, das habe ich damit gemeint mit privaten Gedanken. Oder was man heute gemacht hat. Also, so ist es bei mir. Also, ich mache das fast jeden Abend. Oder eigentlich jeden Abend. Ja, ich denke, das macht ihr auch. Ja, und dann klärt man auch, was macht man am nächsten Tag, was macht man da und da und so weiter. Ja, man kann es auch spontan machen, aber jeder Mensch ist unterschiedlich, ihr wisst es. Ja, und wie gesagt, bei mir gab es heute. Also gestern gab es bei mir Big Mac. Ich war gestern McDonald's. Heute gab es bei mir Pizza mit Salat. Jetzt nichts Besonderes am Ostern. Aber ich habe gut nice gefrühstückt, frisch gepresst, Orangensaft und so weiter. Morgen gibt es bei mir tatsächlich beim Feiertag gibt es da Hähnchen. Also so eingepackt. Also klar, ich weiß, viele sagen, Alberto, das ist voller Medikamenten gepumpt. Auch wenn du es von der Theke holst, ist glaube ich auch nicht auch mit Medikamenten gepumpt. So habe ich das gehört, aber mir schmeckt es, also esse ich es auch. Und ja, morgen gibt es Hähnchen mit Reis, denke ich, oder mit Nudeln. Und ein bisschen Gemüse. Dann gibt es morgen wenigstens eine Sache besonders am Tag. Aber ja, man muss es ja nicht machen, aber ich habe halt nur gehört, am Ostern macht man halt, macht man so Fisch und so und kein Fleisch und. Ja, eben vor 2, 3 Tagen habe ich auch Steak gemacht. Ja, aber ich habe nur gehört, dass man halt Fisch macht beim Ostern und wann, beim Montag, was man da macht, das weiß ich jetzt nicht. Aber für mich gibt es morgen auf jeden Fall was Besonderes. Dafür gab es gestern und vorgestern nichts. Eben halt einmal Steak jetzt halt. Vor 1, 2, 3 Tagen war das her. Weiß nicht mehr genau. Ich glaube 3 Tage her. Und heute war jetzt auch nichts Besonderes, aber morgen gibt es auf jeden Fall. Eben so Hähnchen, also ja, so wo man Ofen schiebt halt, ihr wisst ja, also keine Chicken Wings, sondern richtig frische Chicken Dinger. So, wie lange läuft das Video schon? 7 Minuten, geht ja klar. Ja, Ostern habe ich auch gut verbracht, wie gesagt, eben im Essen viel für mich Zeit gehabt. Ich war gestern auch sehr, sehr lange noch unterwegs. Alleine und da waren wir noch mit ein paar Leuten, aber die bleiben jetzt anonym, die möchten nicht in der Öffentlichkeit, deswegen nicht wundern. Und da haben wir dann ein bisschen gechillt, eben McDonald's und so. Ja, hat Spaß gemacht, wie gesagt. Und ist auch mal gut, wenn ich mal ein bisschen abgelenkt bin und mal Spaß habe und so und nicht nur zu Hause hocke. Und das hat mir auch gut getan. Ich gehe auch jeden Tag mal irgendwie ein bisschen raus und versuche irgendwie mit Menschen Kontakt wenig zu wie möglich kommen, außer es ist halt dringend. Aber in letzter Zeit habe ich es wieder sehr vernachlässigt. Also ich gehe halt sehr, sehr gern abends einkaufen. Aber wie gesagt, außer es ist notwendig. Oder ich gehe halt ganz spät nachts das Geld holen von der Bank oder so. Oder sonstige Sachen. Weil ich erstens nicht Menschen mehr so mag. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt, weil Menschen sich sehr, sehr verändert haben. Und ich habe dazu auch schon mal alles gesagt, wegen was Euro kaputt macht und alles. Und die Menschen sind komischer geworden und Menschen verändern echt die Welt. Das ist meine, also wie gesagt, das ist alles meine Meinung. Aber das ist eigentlich keine Meinung, das ist Fakt, weil nicht nur, weil das jetzt viele Leute gesagt haben, ich sehe es ja, was hier abgeht. Und ich will jetzt nicht ein auf voll Ding machen, dass ich alles weiß, dass ich schon viel Erfahrung habe, aber ein paar Sachen habe ich schon Erfahrung, aber nicht alles. Aber für mich hat halt sehr, sehr vieles Euro und allgemein viel, sehr, sehr viel kaputt gemacht. Menschen haben sie, klar, Menschen waren früher auch da, aber waren auch ein bisschen komisch. Aber habt ihr das mitbekommen? Das wollte ich auch noch sagen. Hat, glaube ich, ein 13-Jähriger oder 14-Jähriger mit dem Messer abgestochen. Gut, vielleicht war das vielleicht auch ein paar Mal vielleicht, aber heute ist es halt einfach so krank. Das ist einfach, dass Kinder sich sogar schon umbringen und alles. Also für mich hat die Welt sehr, 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 es ist mir sehr, sehr negativ aufgefallen. Also ich kenne das von früher noch anders. Also ich meine damit jetzt, wo ich 12, 13 war, natürlich ganz, ganz früh, kann ich nicht beurteilen, aber ich kenne Leute und das stimmt auch und haben auch den Krieg erlebt und alles. Meine Oma zum Beispiel und alles und mein Opa. Und die haben auch gesagt, die Welt hat sich sehr, sehr, und das haben auch die Politiker gesagt, die Welt ist nicht mehr die, wo sie ist. Also die Welt ist nicht mehr so, wie sie war. Und
Die Welt wird jeden Tag, ist meine Meinung, wird jeden Tag immer schlimmer. Und Menschen hat es eh schon sehr, sehr schwer im Leben, muss ich sagen. Und dann die machen die Menschen einem das Leben noch schwieriger. Und deswegen habe ich mir auch vorgenommen, mich nicht mehr so aufzuregen und gar nicht mehr lange diskutieren. Einfach, ich bin einfach jetzt knallhart, ich bin nicht mehr so wie früher. Ich bin jetzt nicht mehr so, sagt, oh, okay, komm, wir diskutieren das morgen nochmal und so weiter. Klar, wenn zum Beispiel jetzt richtig Notfallsachen ist, dann ist das was anderes, aber das Spiel jetzt, ich lasse mir jetzt auch nichts mehr gefallen. Also, das heißt jetzt nicht, dass wenn mir einer irgendwie jetzt mich beleidigt, so dass ich direkt auch ihn zuschlage, so nein, dann gehe ich ihn einfach aus dem Weg. Und ja, ich mache das einfach nicht mehr mit. Ich habe letztes Mal so eine App runtergeladen. Trovo heißt sie und das streamt halt immer Excel. Gut, jetzt mache ich es über Internetbrowser. Warum Excel nicht mehr bei Twitch streamen darf, weiß ich nicht und wann weiß ich auch nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und ich schaue das jetzt über den Browser an, nicht mehr über Trovo oder wie das heißt, weil ich habe mich einmal angemeldet und ich muss ich nochmal was bestätigen und nochmals. Und jetzt, wie gesagt, ist ja nicht nur das, da ist es ja auch allgemein andere Sachen. Ich bin Mensch, ich fackel jetzt nicht mehr lange rum. Natürlich, das klingt jetzt komisch, aber natürlich brauchen sie die Bestätigung und wollen das machen und alles, dass sie auch wissen, dass ich das bin. Aber so kenne ich das noch, wo ich 12, 13 war, habe ich einmal in meinem Leben Facebook-Account gemacht und dann habe ich nie mehr was eingeben müssen. Heute muss ich Updates die ganze Zeit am Handy machen, heute muss ich das machen, dann muss ich da wieder was bestätigen und das ist für mich alles so Kopfgeficke hoch 10 und deswegen, ich fackel da echt nicht mehr lange rum. Ich habe jetzt auch die App direkt gelöscht, weil ich das unterstütze sowas nicht. Ganze Zeit nur Aufmerksamkeit. Für mich ist das Aufmerksamkeit. Klar, es ist auch ein bisschen Sicherheit, aber das ist einfach so anstrengend für mich und so nervig und da diskutiere ich lange nicht mehr rum und das auch mit Menschen nicht mehr. Bin jetzt knallhart geworden. Also, wenn mich jemand beleidigt oder so, ich laufe weiter direkt. Ich bin jetzt nicht einer, der wohl direkt schlägt oder so. Ich bin jetzt. Ich fackel einfach. Ich meine damit, ich fackel nicht mehr rum. Ich lasse mir das nicht mehr so gefallen. Ich reg mich nicht mehr auf und so weiter. Ich bin jetzt knallhart, ich bin nicht mehr so wie früher rumdiskutieren und sagen, ja, das und so. Natürlich kann man mal so Spaß machen, manche Sachen, aber will ich habe letztes Mal, das sage ich euch auch mal, ich habe einen Brief vom Rechtsanwalt bekommen, weil ich das 1-1 nicht gezahlt habe. Aber da habe ich jetzt mit den Ratenzahlern vereinbart. Und dann haben drei Rechtsanwälte gesagt, ja, sie müssen das so eine Bestätigung schicken vom Amt und so, weil die auch wissen, dass ich auch so und so wenig Geld verdiene. Dann sagt die andere Frau, ja, ich darf auch Kontoauszüge schicken. Und dann habe ich ein paar Tage später nochmal angerufen. Und dann sagt sie, ja, wir machen mal 20 Euro Ratenzahlung, weil ich habe über 1000, warum ich so viel Schulden habe, wegen Handyverträge, habe ich glaube schon mal erzählt, war der größte Fehler. Egal, ich zahle das jetzt in Raten ab und dann passt das immer, jeden Monat 20 Euro. Habe ich dann ganz Schluss mit der Rechtsanwältin geredet. Und dann sagt sie, ja, machen wir 20 Euro, schicke Ihnen das per Post, dass Sie das schriftlich nochmal haben. Weißt du, und das ist für mich genau das Richtige. Nicht lang diskutieren, einfach zack machen und nicht da immer nur das machen, rumdiskutieren, das schicken, das Kopie machen. Ich verstehe das mit dem Arbeitsamt, manche Sachen verstehe ich, aber manche Sachen gehen auch zu weit. Aber weißt du, ich bin Mensch, ich habe zu der Rechtsanwältin auch gesagt, das ist nicht böse gemeint, also nicht zu der letzten, sondern davor, der Rechtsanwältin, habe ich auch gesagt, das ist nicht böse gemeint, aber ich diskutiere jetzt, ich fackel da jetzt echt nicht mehr herum, ich ziehe das jetzt knallhart durch, ich will nicht meinen Dickkopf durchsetzen, aber. Die Menschen machen mich so fertig, das glaubt ihr gar nicht, Alter. Und ich sagte, ich hasse Menschen richtig. Also mittlerweile hasse ich Menschen richtig. Ich habe noch nie, also natürlich gibt es vielleicht auch ein paar Menschen, wo noch echt Herz haben. Aber glaubt mir, Freunde, ich habe die Erfahrung. Also ich will jetzt nicht die eine auf Lebenserfahrung machen, aber manche Sachen habe ich schon Ahnung. Und wie gesagt, ich zögel da gar nicht mehr lange rum. Also es ist ehrlich, die Menschen sind einfach so krank geworden, Alter. Für mich gehört hier einfach. Ist meine Meinung, weißt, wenn wir Menschen mal zusammenhalten würden, dann würde alles besser sein. Aber jeder denkt nur an sich. Und deswegen, ich muss einfach mal wieder hier, ja, wie sagt man immer, klingt jetzt komisch, aber hier muss man einfach mal ein bisschen wieder, ja, hier muss es einfach mal wieder richtig knallen. Zum Beispiel, wie soll ich das jetzt sagen, mit dem Hammer, jetzt nur als Beispiel, ein Hammer so gegen Boden schlagen, dass es richtig knallt, dass die Leute mal wach werden. So als Beispiel jetzt. Weil irgendwie die Leute drehen alle durch und deswegen, ich fackel da jetzt echt nicht mal rum. Ich bin jetzt knallhart geworden und ja, komm, ich krieg schon Halsweh vor, weil ich mich schon wieder aufregen muss. Nee, die Diskutiererei, die macht einen krank und deswegen habe ich mein Leben geändert in solchen Sachen. Und ja, früher, das wollte ich auch noch sagen, ich habe letztes Mal bei Penny einkaufen. Da hat so eine Frau so eine Stoffmaske angehabt und man darf ja nur noch diese FFP-Masken anziehen oder wie die heißen und dann darf man nur noch die dünnen Masken anziehen.
Das macht absolut keinen Sinn. Die dünnen Masken, da kannst du locker anstecken. FPP-Masken, okay, verstehe ich. Und Stoffmasken, verstehe ich. Und ja. Das, wie gesagt, verstehe ich, aber die ganz dünne, die darf man tragen. Also FPP-Masken, verstehe ich. Dann diese Krankenhausmasken, verstehe ich absolut nicht, weil da ist die Ansteckung höher und hilft sowieso nicht. Und natürlich beim anderen kann es auch nicht helfen, aber das ist sicherer und die dünnen sind halt scheiße. Und für mich können die Stoff- und FP-Masken ja gemacht, aber die Politiker wollen es halt anders. Das ist halt einfach nicht normal für mich. Und ja, da war ich beim Penny und hat sie eine Stoffmaske angehabt. Und dann ist so ein Security da gewesen, also da hat ein Security gearbeitet, ist nicht immer, das ist immer nur kurz vor Feiertagen. Kommen da immer so hin, Securities hin und wachen, aber auch immer alles okay, ist auch Masken dran und so. Und dann hat die da so rum, also ich habe nichts gesagt, aber der Security hat dann gesagt, ja, jetzt noch einmal, dann holen wir jetzt so und so und so. Und dann hat sie gesagt, sie gehen dir nie wieder einkaufen. Weißt du, das sind Menschen, weißt du, die diskutieren so lange rum. Jeder Mensch weiß doch, dass man nur noch mit diesen FP-Masken tragen muss und diese Krankenhausmasken tragen muss. Natürlich hasse ich es auch selber, die ganze Zeit das zu machen, aber mir geht's damit scheiße, euch geht's damit scheiße, jeder leidet gerade. Also, das ist auch im Fernsehen, Internet, überall steht es, welche Masken man tragen muss. Und die diskutiert so rum. Hey, früher hätte ich der so eine geklatscht. Weißt du, und solche Menschen, Digga, das ist einfach. Nee, da fehlen mir echt die Worte. Egal. Also, wie gesagt, ich wünsche euch morgen nochmal einen schönen Feiertag. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Ostern. Ich auch. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Mehr dazu gibt es nicht zu sagen. Ich sag wieder schon reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, was gibt's noch zu sagen? Nichts mehr. Also, bis dann. Ciao, ciao.